Guten Tag, liebe Zuschauer und ZuschauerInnen. Willkommen bei Love Lasers TV. Mein Name ist Amer, ich bin hier mit Tibor und Tristan. Und heute werden wir sprechen über Safer Drug Use, Drug Checking, insbesondere auch als Thema mit GHB. Bevor wir anfangen, also GHB und JBL. Bevor wir anfangen, würden wir als Love Lasers erstmal Danke sagen an Café Morgenrot, dass wir überhaupt hier drehen dürfen. Letztes Jahr, am Anfang des Lockdowns, wurden die Mephisto-Texte veröffentlicht auf der Love Lasers Seite. Und das waren eine Serie von Chemsex-Geschichten, übersetzt in 6 Sprachen. Ihr könnt das noch lesen auf der Love Lasers Seite, würde ich empfehlen. Und die letzte Geschichte war eine fiktive Geschichte, die findet in der Zukunft statt. Und es geht um eine Utopie. Und jetzt vor kurzem ist Drug Checking endlich angekommen in Berlin. Und das klingt auch wie Zukunftsmusik. Hallo Tibor. Hallo Amma. Hallo Tristan. Hallöchen. Tibor, kannst du dich ein bisschen vorstellen? Ja, ich bin Tibor Habach. Ich bin der pharmazeutische Koordinator des in Aufbau befindlichen Drug-Checking-Projekts in Berlin. Das Projekt wird getragen von der Schwulberatung, von Vista und von Fixpunkt. Und es wird vom Land Berlin finanziert. Und meine Aufgabe wird es sein, da das Projekt so zu koordinieren, dass es ineinander gut getaktet läuft. Mhm. Zwischen Labor und den verschiedenen Trägern und der Homepage, die wir haben. Da bin ich sozusagen dann der verantwortliche Mann. Von Hause aus bin ich Pharmazeut, also Apotheker. Und zu dem Thema bin ich gekommen, weil wir in den 90er Jahren schon mal Drug-Checking in Berlin hatten. Das war der Verein Eve und Rave hat das gemacht. Und zusammen damals mit der Charité. Das wurde dann polizeilich beendet. Wir haben das so gegen den erklärten politischen Willen der Politik in Berlin gemacht. Und die sich anschließenden Prozesse haben wir dann gewonnen. Und wir dachten dann, jetzt geht's weiter. Ja. Und, aber es hat dann lange gedauert, bis wir mit Drug Checking hier in Berlin wieder auf die Spur gekommen sind. Wir haben dann so Mitte der 2000er Jahre die Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg gegründet. Es war ein Zusammenschluss aus Szene-Initiativen, aus Drogenhilfeträgern, aber auch politische Parteien sind vorbeigekommen. Die AIDS-Hilfe hat das immer stark unterstützt, das Thema Drug-Checking. Und wir haben dann lange gearbeitet daran, dass es vor allem in der Politik und auch in der Öffentlichkeit so eine Akzeptanz gefunden hat, dass wir jetzt hoffentlich bald demnächst anfangen können, die ersten Proben entgegenzunehmen und zur Analyse weiterzureichen. Und was ist, kannst du genau erklären, was Drug Checking ist? Also beim Drug Checking geht es darum, es hat zwei Seiten, das Drug Checking. Also zum einen geht es erstmal darum, Konsumentinnen illegaler Drogen, darum geht es im Wesentlichen, zu erreichen und denen ein Beratungsangebot zu machen. Man spricht auch von analysegestützter Beratung, also dass sie sich mal mit Drogenberaterinnen über ihren Drogengebrauch unterhalten können, sich damit auseinandersetzen können, reflektieren können. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist dann die analytische Seite. Also wie wir ja alle wissen, unterliegt der Schwarzmarkt, auf dem man ja Substanzen kauft, psychoaktive Substanzen üblicherweise kauft, Ausnahme von Alkohol. Da gibt es keine qualitätssichernden Maßnahmen, wie man das zum Beispiel aus der Pharmaindustrie oder Lebensmittelindustrie kennt. Und man weiß letztendlich nicht so genau, wenn man das kauft, was ist in der Tablette oder dem Pulver drin. Mhm. Was ist drin und vor allem auch, wie viel davon ist drin? Und sind da vielleicht Verunreinigungen drin, die gesundheitsschädlich sind? Und beim Drug-Checking läuft es dann so ab, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihre
Substanz oder Teil ihrer Substanz abzugeben. Und die wird dann von uns ins Labor gebracht, ein professionelles Labor mit analytischen Equipment, so wie es halt dem Stand der Technik entspricht, HPLC, Massenspektrometrie. Und die Proben werden da eben professionell analysiert. Man guckt nach, was findet man da für Substanzen drin. Man identifiziert diese Substanzen und quantifiziert auch, also sagt dann auch, wie viel davon drin ist. Und das Ergebnis wird zurückgemeldet an uns, aufgearbeitet. Und die Konsumentinnen können dann bei uns anrufen oder persönlich vorbeikommen. Perspektivisch ist auch angedacht, so ein anonymes Internet-Tool zu schalten und erfahren dann, was in der Substanz drin ist, die sie da mitgebracht haben und bei uns abgegeben haben. Das Ganze ist kostenlos für die Konsumentinnen. Es ist anonym, also keiner braucht sich irgendwie identifizieren. Und eine Frage, die wir halt häufig gestellt bekommen, wie lange dauert das? Und wir hoffen, dass wenn wir dienstags Substanzen entgegennehmen, dass wir bis Freitag das Ergebnis haben. Okay. Kann natürlich sein, dass das irgendwie eine komplizierte analytische Aufgabe ist, ja, dass dann eine völlig neue Substanz gefunden wird, die vorher noch nie irgendwo identifiziert worden ist. Dann muss man eine Strukturaufklärung machen und das wird dann ein bisschen länger dauern. Aber wir sind ja ganz gut vernetzt, so mit den Kollegen aus der Schweiz oder aus Wien, aus Österreich oder in Frankreich, in Spanien, in Portugal, wo es überall schon Truck-Checking gibt. Ja? Und in der Regel sind zum Beispiel Ecstasy-Tabletten vom Wirkstoff her, findet man dann schon so erwartete Substanzen. Was sich so in den letzten Jahren in Europa gezeigt hat oder weltweit gezeigt hat, dass der Wirkstoffgehalt in den Proben stark ansteigt. Okay. Aber das ist so, dass, wie wir uns das so denken, wie das funktionieren wird. Und das wird in ein so wie ein Büro oder ein Ort, ein festen Ort? Ja, also die Konsumentinnen, die bekommen, es gibt also 3 Drug-Checking-Sprechstunden in Berlin, wird es geben, an 3 verschiedenen Orten, nämlich bei Fixpunkt, bei Vista und bei der Schulberatung, auch in 3 verschiedenen Bezirken in Berlin, voraussichtlich. Und zu Zeiten, definierten Zeiten, was weiß ich, ich sage jetzt keine Zeit, gibt es halt von 2-3 Stunden diese Sprechstunde, da können die Konsumentinnen hinkommen, sich beraten lassen, ihre Proben abgeben das Ergebnis kommt dann per Telefon oder man kann es persönlich abholen. Also mit der Zeit wird es auch so zu einer Art von Monitoring von dem Drogenmarkt, dass man sieht, man kriegt ein genaueres Bild von was für Drogen, wie sauber die sind, gerade zum Beispiel in Berlin. Ja, nochmal, wir kriegen ein Bild davon, also einen Einblick würde ich mal sagen, ja. Was so unterwegs ist, ja, wie Proben zusammengesetzt sind. Man kann vielleicht gucken, gibt es neue Trends. Ja, was ist mit dem Wirkstoffgehalt? Schwankt der oder steigt der oder fällt der wieder? Gibt es vielleicht neue Substanzen? Ja, genau. Und von daher, das sehen wir ja auch in den anderen Drug-Checking-Projekten im europäischen Ausland. Bekommt dann die Drogenhilfe, die Suchthilfe, das Gesundheitssystem einen Einblick von dem, was auf dem Markt verfügbar ist. Und von der Perspektive von Menschen, die konsumieren, sind diese Ergebnisse auch öffentlich? Kann ich zum Beispiel als Person Zugang zu diesen Informationen haben? Also wir werden das so machen, wie es die Kollegen in Österreich und der Schweiz machen. Also das Ergebnis geht erstmal individuell an die Person, die die Probe abgegeben hat. Und wenn jetzt Substanzen unterwegs sind, wenn Proben abgegeben werden, die zum Beispiel völlig stark überdosiert sind oder wo unerwartete Substanzen drin sind, vielleicht aus dem Bereich neue psychoaktive Substanzen, dann werden wir das auch auf der Homepage veröffentlichen.
und ein Bild dazu dann bringen und sagen, guckt euch die Tablette an. Da haben wir jetzt, in dieser Tablette war 250 Milligramm MDMA, Hydrochlorid drin, das ist völlig überdosiert, dass da so eine Warnung sozusagen ausgesprochen wird. Und wie kommt es dazu, dass die Menschen, die ihre Drogen testen lassen, keine rechtlichen Konsequenzen erleiden? Ja, also generell, das ist eine wichtige Frage. Ja, das ist auch ein Grund dafür, dass es so lange gedauert hat, dass wir mit Drug-Checking wieder an den Start kommen. Also es ist ja schon so, dass wenn man Betäubungsmittel besitzt, dafür keine Erlaubnis hat, zum Erwerb hat, na, dann ist das in der Tat eine strafbare Handlung. Mhm. Und das geht nur dadurch, dass wir mit den Strafverfolgungsbehörden ein Agreement geschlossen haben, dass die unsere Drug-Checking-Sprechstunden nicht irgendwie, dass die dann nicht eingreifen. Mhm. Dass sie dann nicht vor der Tür stehen und Konsumenten abfangen, sag ich mal. Ja, das, da gibt es ganz klare Vereinbarungen, dass die Polizei das nicht machen wird. Ja. Und wir haben in Berlin mit so einem Prozedere auch Erfahrungen schon gemacht. Es gibt ja die Drogenkonsumräume, Druckräume, wo vor allem Heroinkonsumentinnen hinkommen können, um ihre Drogen zu konsumieren, ihre Drogen zu konsumieren. Mhm. Und da haben wir genau das gleiche Phänomen. Da nähern sich Menschen dieser Einrichtung und haben illegale Substanzen in der Tasche, um sie dort zu konsumieren. Und auch da gibt es ganz klare Absprachen, dass die Polizei jetzt die Konsumentinnen nicht abfängt. Mhm. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht in Berlin. Mhm. Und auf diese Erfahrungen werden wir beim Drug-Checking eben auch zurückgreifen können. Und dieses Drug-Checking ist jetzt nur für Berlin, nicht für ganz Deutschland? Also diese drei Sprechstunden, die finden in Berlin statt, definitiv. Mhm. In Berliner Drogenhilfeeinrichtung, in der Schwulenberatung. Offen ist die Sprechstunde für alle Personen über 18 Jahre. Das ist die Bedingung, für Erwachsene. Ja. Und ob das jetzt Berliner sind oder deutsche Staatsbürger oder Schweizer oder aus dem Libanon kommen, ist völlig egal. Ja. Jeder hat da die Möglichkeit, da hinzukommen und anonym und kostenlos seine Proben analysieren zu lassen. Also meine Frage war eher, zum Beispiel wird es auch Drug-Checking in andere Städte geben? Oder ist das erstmal etwas, das nur in Berlin existieren wird? Also in Deutschland werden wir voraussichtlich erstmal die Ersten sein, die damit an den Start gehen. Mhm. Alle gucken jetzt auf Berlin. Mhm. Und ich würde mal davon ausgehen, wenn das hier gut läuft, ich gehe davon aus, es wird gut laufen, dann werden sicherlich andere Bundesländer und andere Städte nachziehen. Mhm. Also, wer auch schon in den Startlöchern steht, das sind die Hessen. Mhm. Und die sind jetzt doch ein bisschen anderen Weg gegangen. Das Land Hessen, das Bundesland Hessen, das hat jetzt im Bundesrat einen Antrag eingebracht, das Betäubungsmittelgesetz dahingehend zu ändern, dass Drug-Checking da tatsächlich auch implementiert ist, so wie das mit den Drogenkonsumräumen dann auch mal passiert ist, und sozusagen in dem Betäubungsmittelgesetz dann geregelt ist, wie das dann umgesetzt werden soll, per Rechtsverordnung auf einer Landesebene. Das liegt jetzt im Bundesrat, und wenn der Bundesrat dem zustimmt, dann wird es in den Bundestag gehen und so dieses Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Und ob das in dieser Legislaturperiode noch was wird, der Bundestag wird ja im September hier in Deutschland gewählt, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, zumal die Koalitionsfraktionen auf Bundesebene, das ist ja die CDU, die SPD, die haben das zumindest mal in ihrem Koalitionsvertrag, den sie auf Bundesebene abgeschlossen haben, nicht drinstehen. Mhm. Während hier in Berlin haben wir ja eine rot-rot-grüne Landesregierung und die haben das in ihre Koalitionsvereinbarung reingeschrieben.
Und siehst du dieses Drug-Tracking als wie ein Anfang zu einer Dekriminalisierung von Drogen? Also ich würde sagen, es ist ein Baustein, um die ganze Diskussion um Drogenkonsum auf so eine sachlichere Ebene zu heben. Also zurzeit wird das ja sehr emotional, kontrovers diskutiert und es werden auch alle möglichen Behauptungen so in den Raum gestellt. Und ich denke mir, das zeigen auch die Erfahrungen der Schweiz und in Österreich, wenn man dann so ein Projekt hat und zeigen kann, was da in den Substanzen drin ist und vor allem auch sieht, dass da Konsumentinnen sozusagen interessiert daran sind, was ist da drin, das wollen sie ja wissen, um auch ihre Gesundheit sozusagen zu schützen. Mhm. Ja. Und wenn das sozusagen so in die Öffentlichkeit kommt, ja, dass das dann auch den Diskussionsprozess in Richtung Normalisierung befördert wird. Und wenn das ein erster Schritt ist, was denkst du, also weil das ist schon endlich Zeit, dass das nach Berlin kommt, weil Berlin ist schon eine Stadt, die bekannt ist, dafür ist, dass viele Drogen hier konsumiert werden, besonders in einem Party-Kontext. Was können wir jetzt tun, um noch mehr safer Use zu... Ja, also safer Use, das hat ja immer so mehrere Seiten. Einmal müssen entsprechende Angebote gemacht werden. Mhm. Da tut Berlin jetzt schon einiges, mhm. ja. Also auch in der Party-Szene. Ja. Also es gibt, wird jetzt Drug-Checking geben, es gibt das Sonar-Projekt. Das ist ja so ein Projekt, was aufsuchend in der Partyszene unterwegs ist und wo Flyer verteilt werden, Beratungsangebote gemacht werden, Workshops veranstaltet werden. Und dann gibt es Drug-Checking, die Schwulenberatung, Mencheck hat aufsuchende Arbeit. Und es gibt im Bereich Straßenkonsum, also Heroinkonsum, Streetwork und es gibt die Drogenkonsumräume. Das sind so Angebote, die das Land Berlin macht. Mhm. Und da gibt es natürlich auch die Seite der Konsumentinnen. Ja. Die müssen sich natürlich dafür auch interessieren mhm. und die Angebote annehmen und entsprechend auch umsetzen. Mhm. Ja. Interesse zeigen, Verbesserungsvorschläge machen, sich einbringen in den Prozess. Mhm. So, Tristan, kannst du dich ein bisschen kurz vorstellen? Ich bin der Tristan, ich habe jahrelang Prävention gemacht in Berlin, im Partykontext und aber im schwulen Kontext eher, also in Clubs. Bin Sozialarbeiter und kenne das Nachtleben mehr oder weniger gut und habe viel Safer Use wirklich an den Mann und an die Frau und alles dazwischen gebracht. Auch Drug-Checking war auch ein Thema für uns, weil wir halt die Pillenwarnung halt auch den Konsumenten so äußern konnten und fanden da auch immer schräg, dass halt in Berlin nichts getestet wird, sondern ich den Leuten sage, die Pille, die du hier gekauft hast, wird in einem anderen Land getestet. Mhm. Also, dass die Leute sich dafür interessieren, ist auch klar und auch für Safer Use und fand da immer schwierig, dass die Leute, da der Zugang ist halt sehr viel schwieriger, ne? Also man muss theoretisch in diesen Club auch gehen oder man muss diesen Ort finden oder zufällig da sein, um halt einen Flyer zu finden und wenn sie den nicht finden, dann gibt es halt keine große Becks-Werbung oder Bier-Werbung oder sonst irgendwas, wo man damit in Kontakt kommt. Mhm. Ja. Und das ist nicht mehr. Also G ist schon eine sehr bekannte Droge in Berlin. Warum wird sie so anders wahrgenommen als andere psychoaktiven Substanzen? Also ich finde, G ist halt sehr, sehr bekannt geworden in den letzten 2 Jahren, empfinde ich das so. Es gibt es aber schon länger, es gibt es eigentlich schon relativ lang. Als Beispiel, ich saß zu Hause und habe irgendwie böses Fernsehen geguckt und da gab es irgendwie einen Bericht über G und irgendwie, was heißt Bericht, irgendwie eine ganz schlimme Vergewaltigungssituation und da war halt G auch Thema. Also wenn halt der O-Ton ist Vergewaltigungsdroge, also Droge allgemein, also wir haben immer das Wort Substanz gebraucht, mhm. weil es passt auch mehr, finde ich, und fanden wir. Und ich finde, wenn K.O.-Tropfen, Vergewaltigungsdroge,
Das hat ja schon mal so einen bitteren Beigeschmack. Und die Leute, die es konsumieren, konsumieren es halt auch meistens heimlich. Also selbst im Partykontext, wo Leute andere Sachen konsumieren, konsumiert man das vielleicht dann nochmal so separat. Und Abstürze sehen auch relativ hässlich aus, können hässlich aussehen. Und Todesfälle, die wahrscheinlich auch bei anderen Substanzen auch oft, oder passieren können, werden halt da irgendwie nochmal so gehighlightet, finde ich. Ja. Und, sorry. Und also die Wirkungsweise ist da schon auch vielleicht speziell, also es kann speziell wirken und dadurch, dass es halt vielleicht auch so heimlich konsumiert wird, wird es ja auch gar nicht so präsent, ist es nicht so präsent, dass die Person das konsumiert hat, sondern vielleicht ist es dann, ja, wirkt es dann vielleicht nochmal anders, wenn aus so einem in einer heimlichen Ecke eine Person auf G abstürzt und die Leute gar nicht wissen, was es ist und dadurch vielleicht noch mehr mystifiziert wird, ja. Vielleicht auch die Darreichungsform, also eine Pipette G wirkt anders oder eine Einwegspritze aufgezogen mit G sieht auch vielleicht anders aus als eine Konsumform wie eine Line irgendwie, ja. Theoretische. Und gibt es GHB, JBL, was ist denn der Unterschied zwischen beiden? Also du wirst wahrscheinlich jetzt die proktologischen Unterschiede kennen, aber die, GBL ist halt ein Industriereiniger, also den kann man auch relativ problemlos bestellen in Literweise und den konsumiert man halt einfach viel weniger, also es ist weniger und der Körper metabolisiert es zu GHB, was auch ein körpereigener, das sagst du besser, Gamma, Hydro, tralala. Und der Unterschied ist einfach, dass man einfach viel weniger nimmt, dass es es kann Plastik wegschmelzen, also es schmelzt es auch weg, also es ist für den Körper auch reizend, also es reizt auch die Schleimhäute und auch den Mund. Also wenn man es jetzt ohne eine hohen Verdünnung irgendwie nehmen würde, dann würde es einem, glaube ich, auch den Hals wegätzen. GHB ist eher so eine salzigere, dicklichere Flüssigkeit und wird in Berlin zum Beispiel gar nicht konsumiert. Also Städte wie Amsterdam oder so, da ist es eher andersrum. Aber da muss man es halt mit Natron aufkochen und dann in so einem Prozess passiert es dann halt. Und das ist für den Körper, glaube ich, weniger belastend, aber ich glaube auch in dem Suchtkontext auch nochmal irgendwie schwieriger und anders. In Berlin wird auf jeden Fall GBL konsumiert und der Unterschied ist wichtig zu machen, weil es halt in der Darreichungsform halt einen großen Unterschied gibt. Also wenn man 5 Milliliter GHB konsumiert, würde das bei GBL nicht funktionieren. Mhm. Also da ist so vielleicht 1 Milliliter eher so eine Marke, okay. Ja, die man meist überschreitet, aber auch unterschreitet. Also auf jeden Fall würde man es nicht, bei 5 würde man es nicht aushalten. Nicht unbedingt. Das wird schon extrem hoch dosiert. Ja. Also ja. 5 Milliliter GBL ist wirklich lebensgefährlich. Da ist man schon wirklich fast, würde ich schon sagen, im vitalen Bereich, ja. Wenn man nicht eine ganz starke Toleranz hat. Ja. Vielleicht auch so Unfälle, wenn man zum Beispiel also ein Fläschchen, was nicht unbedingt klar als GBL zu erkennen ist, wird dann vielleicht irgendwie getrunken oder man hat wirklich nur ein bisschen was im Mund und das reicht schon, dass man in tiefe Gründe fällt und da abstürzt und auch sterben kann. Ne? Also das wäre ja auch nochmal so ein Grund, warum das gerade in so einem wuseligen Partykontext vielleicht auch schwierig gesehen wird. Okay. Also, ja. Also was mir noch einfällt ist, wir als Eve und Rave damals in den 90er Jahren, Helmut Ahrens hat die erste Partydrogenbroschüre entwickelt, wo so die gängigen Partydrogen schon beschrieben waren. Aber GBL war damals, oder GHB war noch kein Thema. Mhm. Ja. Auch so 95 war das noch kein Thema gewesen. Ja. Und das kam dann wirklich so Ende der 1990er Jahre kam das so. Diffundierte das dann so langsam in die Partyszene rein. Mhm. Und damals war es tatsächlich auch noch GHB. Es war damals nämlich kein Betäubungsmittel. Mhm. So richtig bekannt geworden ist es damals, weil Eduard Lindner, das war der Bundesdrogenbeauftragte von der CSU, damals im Innenministerium, der hat irgendwie eine Presseverlautbarung gemacht und hat der Partyszene den totalen Horrortrip angekündigt mit der Substanz. Dadurch wurde das dann so richtig bekannt. Mhm. Und seitdem ist es präsent. Mhm. Ein bisschen so eine kleine Werbeveranstaltung eigentlich, ne? Hatte schon so ein bisschen. Kann ich tun. War zum Schuss nach hinten, könnte man sagen. Aber es war oft so. Mhm. Solche übertriebenen
Behauptung besonders dann das Interesse der Konsumentin hervorgerufen hat. Und ja, es war erst GHB präsent in der Szene und so Anfang der 2000er war das, glaube ich, da wurde dann GHB, das Betäubungsmittelgesetz, aufgenommen und dann sind die Konsumentinnen eben auf GBL umgestiegen, weil das legal ist sozusagen, es ist kein Betäubungsmittel zumindest. Und das Bundesministerium für Gesundheit hat auch durchaus mal probiert, GBL dem Betäubungsmittelgesetz zu unterstellen. Und es ist ihnen aber nicht gelungen, na, weil da hat die chemische Industrie hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Na. GBL ist bei uns so eine wichtige Grundsubstanz. Das könnt ihr nicht ins Betäubungsmittelgesetz reinschreiben, dann bricht bei uns die ganze Produktion zusammen. Und dementsprechend ist es da nicht aufgeflirt. Und der Rechtsstatus von GBL ist nach wie vor noch sehr offen, würde ich sagen. Es gab dann Gerichtsurteile, Landgericht in Nürnberg, Bayern, die hohe Strafen verhängt haben. Die haben gesagt, GBL sei ein Arzneimittel. Ja. Aber das GHB ist ein Arzneimittel, aber GBL wird arzneimittellich eingesetzt. Aber sie haben eben gesagt, es sei eins, ja, und haben diejenigen, die damit Handel betrieben haben, dann wegen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz verurteilt. Und 2014 hat dann der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik Deutschland sozusagen verurteilt oder abgemahnt, sage ich jetzt mal, dass sie nicht das Arzneimittelgesetz verwenden dürfen, um psychoaktive Substanzen, die den Behörden nicht in den Kram passen, sozusagen als Arzneimittel zu kriminalisieren, also den Verkehr damit zu kriminalisieren, in den Verkehr bringen, den Verkauf. Und seitdem ist das offen, welcher Rechtsstatus sozusagen GBL besitzt. Dann hat ja der G-Konsument quasi auch so ein bisschen Lobby eigentlich, oder? Gibt es ja Lobbyarbeit für den G-Konsumenten, wenn es da Leute gibt, die das beschützen. Also es ist ja schon, also 25 Liter G zu bestellen oder GBL ist keine große Tat. Ne? Und ich meine, 25.000 Dosierungen ist ja dann schon auch viel, ne? Quasi. Und gleichzeitig hat jetzt irgendwie Kolumbien Summer irgendwelche Kokain-Hintergründe, die irgendwie nach Sonnenschein klingen, ist dann auch was anderes als so ein Industriereiniger, ne? Der dann vielleicht so ein aus diesem Kasten halt so einen kleinen Klumpen macht, ne? Wenn man es drüber kippen würde. Und genau, Dosierung scheint so ein ganz großes Thema mit G zu sein. Warum findet man so kaum Informationen online über wie man das genau macht, wie man das genau dosiert? Also ich habe immer so ein bisschen Klebstoffschnüffeln im Hinterkopf. Es wirkt so ein bisschen, gut, man findet jetzt auch nicht super viel, wie viel Koks man nehmen soll, ne? Oder was da vielleicht eine gute Dosierung wäre. Aber die Gefahr ist nicht... Also wir haben, vor allem in Clubs haben wir oft Probleme gehabt, wenn wir halt Dosierhilfen, also Einwegspritzen halt zum Beispiel verteilt haben, dass man das nicht wollte, dass gesagt wurde, der Club verbietet das, also natürlich auch alle anderen Sachen, aber gerade auch... vielleicht auch, weil es so günstig ist und die Leute halt gut ausgestattet in so eine Partynacht gehen. Also jetzt nicht irgendwann vielleicht doch mal einen Schnaps an der Theke trinken müssen, weil sie halt nichts mehr haben, sondern halt eigentlich alles dabei haben, ne? Und sich ein Wasser am Hahn zapfen und dann haben sie es. Und viele Clubs wollten es halt nicht. Und also gerade da gab es Schwierigkeiten, das wirklich an den Mann zu bringen, an die Frauen, an die Menschen. Ja. Aber das wäre schon sinnvoll, eine klare Dosierungsempfehlung. Ja. Ja, gerade so kleine Flaschendeckel, also so Mate-Deckel als Beispiel, wird dann oft genutzt, um halt als Dosierung herzuhalten, was halt gar nicht funktioniert. Ne? Das ist definitiv zu viel und auch Pi mal Daumen geht das halt nicht so gut. Ne? Es ist kein Tropfen, also nicht jeder Tropfen hat da irgendwie so die, es ist kein LSD, also ein Tropfen GBL macht jetzt auch nicht den Braten fett. Und da macht es halt einfach Sinn, schon auch so eine Milliliter-Spritze, zum Beispiel so eine lange, dünne, wie heißen sie, die... Insulinspritzen. Ja, aber halt ohne Nadel, also diese anderen. Die zieht man halt auf und man zieht ja die Spritze auf und egal wie
betäubt man schon ist, man macht halt nicht zu viel oder so. Ne? Also bei den 2,5 Milliliter ist es halt schon die Gefahr, dass man vielleicht nicht mehr die Skalierung hat, weil es da weggeätzt ist. Dann macht so eine 1 Milliliter Spritze schon Sinn. Oder eine Glaspipette, es gibt ja da, die Konsumenten haben sich auch viel irgendwie selber erarbeitet und nutzen das auch. Und ja. Und beim Nachlegen? Also. Also man sagt immer so ungefähr eine Stunde, also es gibt ja auch den G-Timer, dass Leute zum Beispiel einfach auf ihrem Handy so einen Timer haben oder an der Uhr oder irgendwo und dann halt, wenn es vorbei ist, dass man dann halt wieder konsumieren kann oder könnte, weil es ansonsten kumulativ ist, also das wippt sich so hoch, dass es dann quasi auch schon einfach zu viel sein kann. Und der Absturz auf G ist halt dann mit einer Atemdepression auch lebensgefährlich und Leute sind vielleicht auch dadurch, dass es auch im Club ganz so gern gesehen ist, in dem Kontext, dass die Leute sich halt verstecken, Leute passen aufeinander auf, Menschen hören auf zu atmen und Herzrhythmusmassage kann halt nicht jeder und das ist dann halt auch die Gefahr. Wobei natürlich, wenn jemand auf Alkohol auch ähnlich hässlich abstürzen kann, ist es halt dann eher schon so das Wasser, was man jemandem gibt oder halt öffentlich auch auf jemanden aufpasst. Ne? So. Das ist bei G halt leider nicht so. Ne? Also genau, Dosierung ist wichtig, ja, und Zeiten sind auch wichtig. Ich würde jetzt nicht unbedingt von Dosierempfehlungen sprechen, sondern vielleicht eher so ein Dosierrahmen, dass man da sagt, was passiert bei welcher Dosierung so in der Regel. Also wir sind gerade dabei bei Sonics, das ist so ein Bundesverband für Safer Nightlife, so ein bisschen die Sache zu vereinheitlichen. Und bei G ist so die Diskussion, welche Zeitabstände sollte man einhalten bis zum nächsten Konsum. Und ich denke mir, so auf der sicheren Seite ist man wirklich, wenn man so 4 Stunden wartet, nach so einem Vollrausch. Ja. Und ich glaube, in vielen Safer-Use-Broschüren, Flyern steht drin, wenn das jetzt nicht so wirkt, wie ihr denkt, müsst ihr mindestens 2 Stunden warten, bis ihr nachlegt. Und dann auch nur noch die halbe Dosis. Ich würde halt sagen, das ist halt nicht unbedingt so nah an der Realität. Also die 4 Stunden würde ich vermuten, als Mensch, der aus der Prävention kommt und auch aus dem Clubleben, das liest man auch nicht weiter. Aber 4 Stunden ist ja, wartet man nicht. Und ich finde halt so eine Stunde zum Beispiel als, nicht als Empfehlung, aber zum Beispiel wirklich als Warnung. Ich finde so Warnung auch immer schwierig, aber weniger als eine Stunde. Da muss man schon genau wissen, was man tut, weil da ist es halt, das ist einfach blöd zu tun, weil die Gefahr ist einfach groß, dass man vielleicht doch einfach unterschätzt, dass da noch einer hinterherkommt. Und Alkohol nicht zu mischen, also Alkohol ist aber auch sowieso kein Freund von anderen Substanzen, aber gerade G und Alkohol ist halt zusammen einfach richtig gefährlich. Und da ist es auch genauso wie Milchprodukte, dass der Magen dann irgendwann auch quer schlägt, ist es bei Alkohol einfach dann... Und andere Drogen, wie sieht es aus mit Mischkonsum, wenn man G nimmt und zum Beispiel Speed oder Benzos, oder? Also Speed wird halt vor allem auch genommen, um halt das irgendwie so auszubalancieren. Also das ist auch die Gefahr, dass wenn Konsumenten denken, dass halt schläfrig sein auf G kann man halt auspendeln mit halt Speed-Therapien, so kleine Instant-Therapien, ist das halt auch gefährlich, weil wenn der Mensch halt körperlich schon so am Ende ist, dass er halt so wegnickt, dann muss man halt gucken, dass er in einem sicheren Rahmen da irgendwie sich ausruhen kann oder halt, wenn es zu viel ist, den Krankenwagen rufen und das nicht mit Speed ausbalancieren, weil gerade wenn Menschen dann halt wirklich auf 2 Beinen schlafen, aber im Stehen, im Laufen oder im Rennen oder im Fallen, dann ist das quasi meistens irgendwie das Produkt von so einer Speed-G-Kombination. Ja. Und Benzos zum Beispiel? Benzos ist halt auch genauso wie Alkohol oder andere Downer halt gefährlich, weil gerade dieses Koma, dieser komaartige Schlaf, da echt gefördert wird. Also auch wenn man wenn man von der Party kommt und vielleicht doch schlafen möchte und das halt auch erzwingen möchte mit Benzos oder Schlaftabletten, dann ist es gerade auch wichtig, irgendwie mehrere Stunden auch kein G mehr konsumiert zu haben. Aber auch alles andere eigentlich nicht. Ne? So. Aber keine Benzos und Alkohol ist besonders problematisch. Es greift auch am gleichen Rezeptor an, ja, am GABA-Rezeptor. Ja. Höherdosiert eingesetzt wird und man geht davon aus, dass sich die Wirkung da nicht nur addieren, sondern potenziert. Ja. Ah, okay. Und von daher sollte man also G und Alkohol und Benzos auf keinen Fall zeitnah konsumieren. Ja.
Was für die Gefahr bei Ghee, also alle anderen Sachen sind auch aufwendiger irgendwie zu präparieren, zu konsumieren, und Ghee ist einfach super, super schnell in irgendwie sein Getränk getan und konsumiert. Ne? Also das ist nicht so aufwendig wie zum Beispiel vielleicht doch noch irgendwie eine Flasche aufzumachen oder so. Das ist halt erreichbarer, wenn man halt seine Flasche hat und auch sehr, sehr schnell konsumiert. Und ich glaube, vielleicht deswegen nochmal irgendwie muss man es auf dem Schirm haben, dass man es einfach nicht tut, ne? Theoretisch. Oder wie, es ist jetzt was anderes, ob man jetzt einen Joint raucht und dann schlafen geht, weil es irgendwie sein Ritual ist. Wenn man dann zum Beispiel irgendwie eine Schlaftablette und Ghee konsumiert, ist das eine sehr große Gefahr, eine unnötige auch. Weil Benzos ja, wenn man es machen möchte, auch meistens ausreichen. Denkst du, dass, oder denkt ihr, dass diese Tat, dass viele Menschen das in Clubs oder in Partykontext heimlich machen, ist das ein Grund, warum es so viele Überdosierungen gibt? Oder warum passieren so viele Überdosierungen? Ich glaube, die Überdosierung passiert halt, weil jemand auch, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Gründe, aber ich denke halt, da, wo es halt vielleicht öffentlicher konsumiert wird, da wird halt auch vorher zum Beispiel, was theoretisch gesagt, vom Freundeskreis, von irgendwelchen vielleicht Mitarbeitern sogar, wenn es so weit geht, dass man vielleicht sagt, ey, du hast gerade konsumiert, also auch viel mehr Augen auch auf den Konsum gerichtet sind. Und da vielleicht Unterstützung gegeben kann. Also Unterstützung kann halt nicht stattfinden, wenn man es heimlich macht oder vielleicht mit einer Person oder womöglich auch ganz alleine. Ne? Das ist dann auch, hat auch so eine andere Qualität, finde ich. Wenn man alleine konsumiert, dann ist man ja auch quasi in so einem Gemeinschaftsgefüge, trotzdem in so einer Parallelwelt, in so einer ganz einsamen. Und das ist ja auch schade und auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Ja, ich glaube schon, dass natürlich auch, dass das verdeckt laufen muss. Ja? Das ist schon ein Faktor, der da auch eskalierend wirken kann. Ja. Dosierung ist eben nicht so einfach, da, wie Tristan schon sagte, man muss dann so mit der Spritze abmessen und wirklich möglichst genau auch abmessen. Ja. Und wenn man das so heimlich irgendwie schnell mal auf dem Klo machen muss oder so, das ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Ja. So, mein Eindruck ist insgesamt so über die Jahre, dass es etwas, also dass die Szene so dazugelernt hat. Mhm. Ja. Also als das so Ende der 90er Jahre aufkam, glaube ich, aber das ist jetzt auch rein subjektiv die Wahrnehmung, dass es damals mehr Probleme gab. Mhm. Ja. Dass da häufiger der Rettungswagen anrücken musste. Mhm. Ja. Dass da in der Partyszene, wo das sonst noch so gebraucht wird, schon irgendwie so ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass man da aufpassen muss. Ja, und mit der Dosierung und mit der Zeit, bis man wieder dosiert. Ja, und dass es dadurch tendenziell besser geworden ist. Okay. Man lernt ja auch meistens irgendwie schon irgendwie durch so negative Erlebnisse, die man hat. Ne? Man trinkt jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr diese Sorte Alkohol mit der zusammen oder vielleicht nicht mehr so viel von dem oder so, weil man halt gemerkt hat, das war irgendwann mal nicht so gut. Ne? Mhm. Und bei G ist das natürlich dann auch, hat auch seine Auswirkungen, dass man vielleicht dann irgendwo abgestürzt ist oder so. Und ich glaube, das haben auch viele gehabt. Und deswegen lernt man auch und vielleicht kann man auch anderen Leuten Tipps geben und sagen, das habe ich auch schon so erlebt, mach es einfach nicht. Ne? Oder zum Beispiel, es gibt auch die Mischung mit Ketamin und G ist für manche halt okay, die können es so wegstecken und für manche halt gar nicht. Ne? Die sind dann halt komplett raus oder werden auch bewusstlos oder sind da in wirklich prekären Situationen. Mhm. Aber dass man darüber sprechen kann, dann weiß man ja auch ungefähr. Also dann gibt es nicht den Mythos, dass man sagt, oh Gott, das ist total schrecklich, wenn du das machst, bist du lebensmüde. Dadurch separiert man sich auch wieder. Oder man hat unterschätzt es, weil man selber irgendwie, ja. Ich glaube, darüber sprechen ist so der erste Weg, dass man es besser machen kann. Und tatsächlich auch informieren. Ja. Es gibt eben jetzt mittlerweile auch schon wirklich zahlreiche Informationsmöglichkeiten zu G und anderen psychoaktiven Substanzen, Homepages, Flyer, Projekte, die eben auch im Nachtleben unterwegs sind. Und das ist dadurch sozusagen, dass das dadurch eben so einen Lernprozess eingesetzt hat. Mhm. Ja, und Materialien auch nicht mehr nur so negativ sind, weil wenn man als Konsument, der eigentlich nur gute Erfahrungen mitgemacht hat, etwas liest, wo eigentlich nur der Tod steht, dann ist da so irgendwie so eine Kluft, wo man auch gar nicht mehr viel Lust hat. Ne? Also ich finde gerade auch bei Love Lasers auf der
der Seite, wenn da so eigene Erfahrungsberichte sind oder auch so gute Erfahrungen oder eine gute und eine schlechte Erfahrung auch in so einer gleichen Geschichte sein kann, dann ist das auch so realitätsnah, quasi, glaube ich. Aber dadurch muss man natürlich auch irgendwie den Zusammenhang haben, ne? Also wenn man darüber schreibt oder so und das vielleicht gar nicht genommen hat oder keinen kennt, der es genommen hat, dann ist es auch, glaube ich, schwieriger. Mhm. Deswegen kann man sich da auch gut ergänzen. Ich glaube, Drug-Checking kann ja sowas sein, dass Konsumenten, die ja auch was abgeben, die auch mit jemandem sprechen, ja, und man auch nicht nur weiß, da ist jetzt irgendwie die chemische Verbindung, sondern die Person hat mir auch gesagt, dass sie es trotzdem gerne genommen hat, ne? Weil da irgendwas ganz Schlimmes drin ist. Ne? Was mich, die Frage habe ich noch, wenn man das Ergebnis per Telefon dann gibt, dann gibt es auch so einen Datenschutz, dass quasi ja wohl, dass man nicht abgefangen wird, aber man kann ja dann trotzdem in so einem Strudel der, man kann auch digital abgefangen werden, dass man dann schon auf dem Schirm ist, ne? Oder ist das noch gar nicht klar, wie man das Ergebnis mitteilt? Also man kann da anrufen und man kann ja auch anonym anrufen mit Rufnummer, Unterdrückung, ja. Und bei den Drogenhilfeträgern gilt ein sehr strenger Datenschutz, ja. Da muss ich auch lernen. Ja. Also wird sehr darauf geachtet, ja. Weil das sind ja auch schon sehr sensible Daten, die in der Drogenhilfe sozusagen, der die Drogenhilfe umgehen muss. Und der Datenschutz ist da schon sehr groß geschrieben und findet auch beim Drug-Checking auf höchstem Niveau statt. Mhm. Ja. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da irgendjemand in einen Datenstrudel oder so gerät. Mhm. Ja. Ich meine, ich glaube, das kann nur so eine Schwelle sein, dass man das macht. Ne? Man könnte jetzt alle möglichen Szenarien überlegen. Ja. Was weiß ich, es gibt ja Hackerangriffe auf den Bundestag. Aber ich hoffe, sowas wird beim Drug-Checking nicht passieren. Und wir sind da auch auf der, wir achten auch sehr darauf, mhm. oder werden sehr darauf achten. Und wem das alles noch zu unsicher ist, der kann auch gerne nochmal zu uns kommen und das Ergebnis sich persönlich abholen. Ja. Wir haben auf der Lovelaser-Seite ein anonymes Statement / Frage bekommen und vielleicht könnt ihr dieser Person helfen. Das geht so: Als erfahrener User habe ich strikt 1,1 Milliliter im exakt stündlichen Abstand mehrfach hintereinander eingenommen, vielleicht 6, 7 oder 8 Mal. Und bin dann nach der letzten Einnahme trotzdem weggekippt und eingeschlafen. Wie kam das zustande? Kann man diese Person helfen? Also es war ja die ganze Nacht höchstwahrscheinlich oder den ganzen Tag. Und wenn man dann nach der 8. Einnahme ist man nicht mehr so fit wie nach der 1. Mhm. Man hat auch wahrscheinlich 8 Stunden dann wahrscheinlich dazwischen, wenn sie da nichts gegessen hat, die Person. Und das ist ja auch nicht nur das Essen, sondern auch wenn man als Beispiel eine Grippe hat oder irgendwie so selbst vom Sport müde ist oder von irgendwas müde ist, also jetzt rein physisch, dann wirkt es auch anders. Ne? Also ich finde, dass dieses Strikte ist halt auch vielleicht irgendwie der Wunsch, dass es dann auch immer so jede Stunde irgendwie den gleichen Effekt hat, und das hat es auch nicht. Ne? Dass man vielleicht auch eine auslassen kann, theoretisch. Ja. Also eine Methode ist auch zum Beispiel einen Screenshot zu machen, da hat man nämlich die Zeit oben auch quasi, das habe ich auch schon gesehen. Mhm. Und dann sieht man auch nach, wie viele Bilder man hat, dann weiß man nämlich auch, wie viel man auch konsumiert hat. Ja, und ich würde auch sagen, so nach einer Stunde, na, ist vielleicht schon ein Großteil der Substanz abgebaut, aber noch nicht alles. Mhm. Na. Und wenn man das jetzt so ein paar Mal hintereinander macht, na, dann addiert sich das dazu, der Rest. Na. Und dann kann es schon sein, dass man doch mehr Substanz noch im Blut hat, als man das für sich so wahrgenommen hat und kalkuliert hat. Mhm. Und dass das dann tatsächlich so ein Additionseffekt war. Mhm. Okay. Also wenn die Person das auch regelmäßig macht und immer merkt, dass es genau so ist, dann kann sie auch so, die erste Dosis kann dann 1,1 sein und die letzte kann dann 0,7 sein. Mhm. Ne? Also es kann ja dann auch von der Zeitabständen das gleiche sein, aber vielleicht die Dosierung runternehmen, dass es dann trotzdem gleichen Effekt hat. Okay. Und also G wird gesehen als eine Party-Drug oder eine Sex-Drug, mhm. aber eigentlich gibt es auch so viele, und ich weiß nicht viele, aber es gibt Fälle von Sucht, so ist, dass es konsumiert wird so alltäglich und nicht unbedingt in einem Party- oder einem Sex-Kontext. Wie sieht diese Sucht aus im Vergleich zum Beispiel zu einer Heroinsucht? Oder? Also ich würde es einfach mal Abhängigkeit nennen. Ja. Mhm. Und
beim G-Konsum ist es schon so, dass da starke, erstmal starke Toleranzeffekte auftreten. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man das jetzt regelmäßig macht und häufig macht, dann muss man schon immer ein bisschen mehr konsumieren, um wieder den gleichen Effekt zu haben. Ja. Und das kann dann wirklich passieren, dass man dadurch tatsächlich in eine richtige körperliche Abhängigkeit reingeht. Ja. Das heißt, dass man dann immer und immer mehr konsumiert, relativ regelmäßig konsumiert und eben auch feststellt, dass wenn man nicht mehr, wenn man nicht konsumiert, eine gewisse Zeit, dass man dann Entzugssymptome bekommt. Ja. Schwitzen und Unruhezustände, Schlaflosigkeit und sowas, ja, die als sehr unangenehm oder sogar quälend wahrgenommen werden. Und das ist dann der Grund, wieso man weiter konsumiert und wieder konsumiert. Und dann gerät man wirklich in so eine Abhängigkeit rein. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Mhm. Ja. So eine G-Abhängigkeit, die ist dann tatsächlich behandlungsbedürftig. Ja. Also ist sogar lebensgefährlich, kann das sein, wenn man wirklich so ein Abhängigkeitsniveau erreicht hat und so starke Entzugssymptome verspürt, kalt zu entziehen. Ja. Ach so. Also wenn eine G-Abhängigkeit vorliegt, ja, dann sollte man dann tatsächlich sich an die Drogenhilfeeinrichtung wenden. Und die wird einen dann in so ein spezielles Behandlungszentrum sogar überweisen, ja, wo man stationär oder auch ambulant, das hängt so ein bisschen von dem Schweregrad der Abhängigkeit ab, ob man dann auch andere Substanzen dazu konsumiert hat und wie viel man tatsächlich auch konsumiert. Und da wird man dann eben entgiftet, und zwar in der Regel so runterdosiert, schrittweise, ja, über mehrere Tage. Also, davor will ich wirklich warnen, ja? Also jetzt G kalt zu entziehen, das ist, kann lebensgefährlich, ist lebensgefährlich. Ja? Also das sollte man sich dann einfach eingestehen, wenn es soweit ist, ja? Und dann entsprechend Hilfe in Anspruch nehmen. Also ich finde, du hast ja gesagt, dass das als unangenehm wahrgenommen wird und so. Also du hast Wörter genommen, das muss gar nicht so extrem sein, sondern es reicht ja schon, dass man einfach ein Gefühl hat, es könnte jetzt besser sein, ne? Dass es halt, dass der Griff oder dass die Flasche oder dass es schon so erreichbar ist, dass man, glaube ich, auch vorher aufpassen muss, dass gar nicht sowas, so ein Warnzeichen so stark leuchtet irgendwie am Wohlbefindenshorizont, sondern dass halt eigentlich, dass man sehr schnell ist quasi bei morgens wach zu werden nach einer Party und jetzt irgendwie eine Pipette zu nehmen und dann ist man quasi entkatert oder so. Das macht halt auch Sinn, ne? In dem Partykontext, und das ist schon. Das geht dann auch relativ schnell, dass man dann irgendwie diese körperliche Abhängigkeit hat und das, da kann man ja dann auch quasi selber, das was in so Kliniken passiert, dass man auch selber schaut, dass man dann sich wieder runterdosiert, ne? Dass man quasi keinen kalten Entzug macht, wo man dann theoretisch mit Krampfanfall oder irgendwelchen anderen Sachen sich dann in Gefahr begibt, sondern einfach selber schauen, dass man das, was man quasi auch hochdosiert hat, auch wieder langsam runter macht, ne? Und das auch aufzuschreiben oder die Person, die du da genannt hast, die hat es ja auch quasi genau exakt genommen, dass man auch sieht, wie kriege ich das halt runter. Und da auch ganz auf die Skalierung achtet und dann wirklich auch immer ganz langsam runtergeht und sich auch eingesteht, wenn es nicht klappt, dass man sich auch keine negativen Ereignisse da schafft. Weil ich finde auch so ein halbkalter Entzug, wenn Leute keine wirklich starke körperliche Abhängigkeit haben, aber dann auch sich dann so 3 Tage irgendwie wegschließen und dann so negativ konditionieren, dass es dann auch keinen Spaß macht, das irgendwie sein zu lassen. Ich finde, das ist auch wichtig, da kann man auch drumherum manövrieren. Das ist auch, es macht keinen Spaß, irgendwie weniger zu nehmen in dem Fall vielleicht, aber es kann, man kann es sich da schon angenehmer machen. Und in Kliniken ist es oft 2 Wochen, dass man in der Psychiatrie dann oftmals oder mit Alkoholabhängigkeit bei Menschen zusammen ist und die Leute dann halt sehr viel Benzos bekommen, anstatt halt das Runterdosieren. Das Runterdosieren macht mehr Sinn, aber es ist ja noch nicht überall angekommen in vielen Kliniken. Und dann ist es halt auch, man braucht schon sehr viel Valium, um dann irgendwie so einen G-abhängigen Menschen da ruhig zu kriegen. Und das wird oft sehr unangenehm wahrgenommen, weil es auch trotzdem nichts bringt. Also man muss schon auf der Intensivstation, glaube ich, dann manchmal behandelt werden, weil es halt so viel ist. Und aber es gibt immer mehr, es gibt ja den Felix Betzler, heißt der? Ja. Der macht zum Beispiel, der hat damit angefangen, gibt auch Vorträge,
auch mit medizinischem Qi, was ja wahrscheinlich auch dasselbe ist, nur halt höhere Qi. Qi-Habi ist das dann. Ne? Ja? Okay. Ja, also der medizinische Qi, ja, also, ist Qi-Habi. Das wird okay. Ist das, was medizinisch eingesetzt wird. Ja. Ja, also nach wie vor gibt es verschiedene Indikationen, bei denen Qi medizinisch eingesetzt wird, also zu Narkose zum Beispiel, bestimmte Arten von Narkose. Oder auch so bei Narkolepsie mit Kataplexie. Mhm. Ja, das ist so eine Tagschläfrigkeit, wo Leute dann auf einmal hinfallen, ja, weil sie ihre Muskelspannung nachlässt. Ja. Das kann man dadurch behandeln, dass man in der Nacht sozusagen die Schlafarchitektur mit GHB verbessert. Mhm. Ja. Okay. Das geht medizinisch indiziert, geht das und es funktioniert. Mhm. Ja. Von daher ist die Substanz im Medizinbetrieb drin. Ja, und man kann sie dann eben auch für solche Entzüge einsetzen. Ja. An der Charité wird das gemacht. Es gibt noch ein anderes Behandlungszentrum in Berlin, die eben viel Erfahrung damit haben. Das ist, finde ich, wichtig, ja, dass das so ein G-Entzug von Ärzten, Ärztinnen gemacht wird, die da Erfahrung und Ahnung davon haben. Ja. Und dann funktioniert das auch. Ganz gut. Das muss man nur im Vorfeld so ein bisschen planen, weil wenn man quasi von einem Tag auf den anderen gerne medizinisch behandelt werden möchte, muss man ja in seinem Bezirk auch bleiben und wenn man da halt nicht die Charité um sich hat, dann ist man mal auch woanders. Ne? Also man muss das eigentlich schon vorbereiten so ein bisschen vielleicht und dass ich auch an so Stellen wenden, die halt auch helfen können. Und nachts wach werden ist auch so ein Indikator, dass Leute halt nachts wach werden, weil sie halt überhaupt nicht mehr durchschlafen können, weil der Körper halt quasi auch sagt, ich brauche jetzt diesen Wirkstoff. Ne? Mhm. Ähnlich wie beim Heroin und beim Alkohol. Mhm. Ja. Deswegen macht es auch Sinn, vor dem Schlafen gehen und den Abstand nach dem Aufstehen zu konsumieren, immer weiter in die Länge zieht. Das ist auch das, was auch, glaube ich, der Felix Bettler da erwähnt hat. Und das kann dann auch schon helfen. Und da hat man sozusagen den körperlichen Entzug hinter sich. Ja? Und ich meine, welches Angebot man dann hoffentlich bekommt, ist irgendwie sich auch dann mal so mit den Hintergründen auseinanderzusetzen, wieso es dazu gekommen ist und wie man das dann zukünftig sozusagen steuern kann oder vielleicht auch abstinent werden. Mhm. Wenn man abstinent werden will, dass man da sich Unterstützung sozusagen dann holt. Mhm. Und das ist dann praktisch das, was man so als Suchtbehandlung bezeichnet. Okay. Ja. Also die erfolgt dann sozusagen nach dem körperlichen Entzug. Mhm. Ist es gefährlich, G alleine zu Hause zu konsumieren? Oder ist es riskant? Also wenn man abstürzt und jetzt keiner den Krankenwagen ruft und man aufhört zu atmen, dann ist das gefährlich. Ja. Mhm. Also gefährlich ist halt vielleicht auch, es ist, ja, da muss man halt auch schauen, warum man es halt macht. Ne? Wenn man es halt macht, um, es gibt da ja wenig, also außer vielleicht Masturbation oder so, gibt es jetzt, gut, das gibt es ja auch, Computer-G und man selber, das kann vielleicht dann auch manchmal reichen oder Spaß machen, aber da, da muss man ja, das ist ja dann auch vor der Suchtbehandlung oder dabei oder danach, dass man auch für sich selber schaut, was will ich denn da oder was gibt es alternativ zu dieser Situation und auch im Freundeskreis irgendwie zu gucken, wenn man, es sei, man kann auch abstinent leben, aber wenn man sich nicht sein ganzes Sozialgefüge da ändern möchte, muss man auch schauen, wie man damit umgeht, dass die Leute konsumieren und man selber nicht konsumieren möchte. Mhm. Weil es passiert ja, die Konfrontation ist ja oft da. Mhm. Oder wie, dass man halt nicht voll die junge Hure und die alte Gebetsschwester ist, sondern halt wirklich auch guckt, wie kann man damit umgehen. Ne? Okay. Und gibt es einen Zusammenhang zwischen G-Konsum und sexuellen Übergriffen? Also man kann es schon wahrscheinlich, wenn man die Energie hat, jemanden, mit dem man Sex haben, der nicht bei Bewusstsein ist, kann man schon nutzen, aber kann man auch ganz viele andere Sachen nutzen. Ich glaube, wenn es da so ein Ranking gäbe, gäbe es, glaube ich, ganz viele Substanzen, die, glaube ich, dann vorbei fahren. Ich glaube, das Problem ist, oder das, die Tatsache, dass wenn man es konsumiert hat und vielleicht auch eine andere Motivation, also einen anderen Sexdrive hat und wenn es dann halt kurz vor so einem Absturz ist und dann vielleicht doch also so ein halber Absturz ist und man dann wieder so bewusst wahrnimmt, was gerade passiert, dann wird man es auch vielleicht übergriffig wahrnehmen und oder man selber auch zum Beispiel übergriffig wird, das ist ja auch ganz oft, kann auch der Fall sein, dass man selber in so einer Rauschsituation übergriffig wird und dann auch merkt, was man selber getan hat. Und da gibt es auch noch relativ wenig Angebote, glaube ich. So eine Täter-Hotline oder so. Ja. Ne. So, okay. Aber genau, dann gibt es noch nicht so viele
so Empfehlungen halt über wie man damit umgeht, wenn man gemerkt hat, okay, jedes Mal, dass ich G nehme, werde ich übergriffig, wenn ich kein G nehme, dann nicht. Was kann man da tun, außer das nicht mehr konsumieren? Ja, ich finde, dann würde ich doch sagen, wenn man das wirklich so für sich feststellt, ja, dass man da so ein Problem hat, ja, das ist ja dann auch wirklich fremdgefährdend und kann man auch wirklich Leute verletzen und große Schäden anrichten. Und wenn man das auch dann, wenn man da nicht was macht, bedeutet das ja auch für einen selber, dass man früher oder später auch in Konflikt mit dem Gesetz und mit den Behörden gerät. Ja. Und von daher finde ich es dann wichtig, dass man sich das noch so eingesteht. Also da habe ich ein Problem und dass man dann entsprechend sich auch an eine Drogenberatungsstelle zum Beispiel wendet. Und das kann man ja immer auch anonym machen. Ja. Man kriegt dann, also viele Drogenberatungsstellen bieten dann auch Sprechstunden an, wo man offene Sprechstunden an, wo man nicht irgendwie vorher einen Termin lange vorher ausgemacht haben muss, sondern kann man einfach hinkommen, ja, und kann sich da erstmal so erste Informationen und Beratung holen. Mhm. Ja. Aber das finde ich immer auch wichtig. Mhm. Es gibt auch so Formate wie Let's Talk About Sex and Drugs, wo man halt auch selber auch erzählen kann in so einem sicheren Kontext, um zum Beispiel auch anderen vermeintlichen Tätern oder Leuten, die vielleicht so eine Erfahrung haben, da auch so ein bisschen das abzunehmen, ne? Oder so eine Nachvollziehbarkeit herzustellen. Glaube ich, das finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Und ich finde halt, Sexualität allgemein sollte halt einvernehmlich stattfinden und das zu thematisieren, dass überhaupt auch klar ist, dass auch jemand, der vielleicht gar keine Ahnung hat, was ist denn eigentlich da passiert und das gar nicht einsortieren kann, vielleicht anhand so von Regeln, hört vielleicht doof an, aber von so Dingen, die vielleicht Menschen auch wichtig ist, sind, da irgendwie auch so eine Peilung zu haben. Also das ist sowieso auch vielleicht in so einem Sex-Kontext, dass klar ist, was ist denn überhaupt möglich und was nicht, dann ist es auch vielleicht nochmal für die Person deutlicher, was habe ich da vielleicht auch falsch gemacht in Bezug auf andere Gefühle. Mhm. Weil ich habe auch von vielen Artikeln, die ich gelesen habe, die waren Chemsex-Geschichten über G. Es gibt Menschen, die eine sexuelle Erfahrung hatten und dann erst danach haben sie das irgendwie bereut, aber irgendwie könnten sie nicht wahrgenommen werden, als ob sie sexuell also als eine Gewalttat. Ja, weil sie in dem Moment es Konsens gab. Ja. Ja, also da ist es ja auch wichtig, dass man quasi, wenn man auch jemanden Betrunkenes quasi irgendwie so auf dem Schoß liegen hat, dass man da auch vielleicht trotzdem auch schaut, die Person ist gerade nicht unbedingt Herr ihrer Sinne, nur dass es bei G vielleicht nicht irgendwie so lallend wirkt oder so, das hat eine andere Wirkung, das wirkt jetzt vielleicht auch überzeugender in der Situation, dass man dann trotzdem klar ist, dass man vielleicht schon ein, zwei Mal nachfragt, willst du das ja eigentlich wirklich gerade tun, ne? Brauchst du gerade wirklich zwei Fäuste im Arsch oder bereust du es vielleicht später, ne? Und da muss man auch seine eigenen Bedürfnisse da vielleicht erstmal hinter das alles stellen. Ja, bitte. Ja, und wenn dann sowas passiert ist, wie du geschildert hast, ja, dann finde ich es auch wichtig, ja, sozusagen da nicht irgendwie Spätfolgen und Spättraumata irgendwie noch mitzunehmen aus so einer Situation, dass man sich dann auch entsprechend beraten lässt und Hilfe in Anspruch nimmt. Ja. Ich würde davon abraten, das auf sich irgendwie so ruhen zu lassen, sondern möglichst zeitnah dann Angebote in Anspruch nehmen. Mhm. Ja. Und da gibt es ja in Berlin viele Möglichkeiten. Mhm. Ja. Und also Drogenberatungsstellen oder auch die Schulberatung, ja, da kann man anrufen, da kann man hingehen und entsprechend dann Unterstützung in so einer Situation erhalten. Mhm. Und das Konzept Safer Use ist ja, beinhaltet ja auch quasi die Vorbereitung. Ne? Also wenn du dir quasi, Safer Use würde bedeuten zu wissen, dass das Ketamin, was ich mir gekauft habe, habe ich vorher bei Drug Checking checken lassen. Ich weiß, das ist Ketamin und ich habe da schon eine Vorbereitung getroffen und ich gehe jetzt irgendwie in diesen Party-Kontext und ich werde G nehmen, also werde ich mir vorher im Klaren sein, ich will aber das und das mal ausprobieren und das ist für mich auf jeden Fall, das will ich nicht ausprobieren und ich sage mir selber oder bereite mich darauf vor, aber vielleicht auch meine Leute oder so und damit auch so ein Backup ist, dass wenn man halt vielleicht doch kurz
auf dem G-Pferd reitet und da weiter reitet, als man will, dass da vielleicht andere Leute auf einen aufpassen, genauso wie halt die Nachbereitung, dass man sich halt gesund ernährt oder vielleicht Dinge auffüllt, die man da so leer geschüttet hat. Mhm. Quasi. Das wäre auch, würde ja dazugehören. Mhm. Also ein letztes Punkt oder Thema in dem Bereich sind über die Non-Users. Es gibt Menschen, die ungern G konsumieren, aber die in einer Freundesgruppe sind, wo zum Beispiel alle das nehmen. Mhm. Und, oder eine Person, die kennt eine Person, die eine Abhängigkeit hat. Und es ist sehr oft, dass diese Menschen überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, was sie machen sollen. Gibt es da Empfehlungen oder? Ich finde, so eine Perspektive ist erstmal wichtig auch einzunehmen, dass nicht mal die konsumierende Person dann auch im Fokus ist, weil es geht auch um die nicht konsumierende Person, dass die ist wichtig und die gehört auch dazu und dass ihre Erfahrung oder ihr Gefühl zu dem Konsum der anderen Person ist halt in dem Kontext auch wichtig, auch zu sagen, nicht du machst irgendwie das schräge Zeug da, sondern auch zu sagen, ich fühle mich halt scheiße, wenn ich da irgendwie neben dir stehe und du wie ein Drachen fauchst, wenn wir mit der U-Bahn nach Hause fahren oder so. Und ich glaube, so kann man der konsumierenden Person auch so eine Welt eröffnen, wo sie auch selber darüber nachdenkt, es geht gar nicht nur um mich und ich bin im Fokus so und muss mich verteidigen, sondern ich sollte mich auch um andere kümmern, Non-Users. Und das kann vielleicht auch nochmal die Perspektive irgendwie schärfen oder so, das ist die Aufmerksamkeit. Und für eine Person, die eine andere kennt, die eine Sucht so, oder eine Abhängigkeit hat, wie kann man diese Person helfen, wenn sie also sie sich nicht mehr gut fühlt damit, also die will aufhören? Und ja, sensibel muss man damit umgehen. Was man auch nicht tun darf, ist weggucken. Mhm. Ja. Also man sollte auf jeden Fall Gesprächsangebote suchen und das thematisieren. Mhm. Und was durchaus sein kann, dass man sich in so einer Situation auch überfordert fühlt. Mhm. Und auch da gibt es dann die Möglichkeit, bevor man an die Person herantritt oder vielleicht irgendwas falsch macht, wenn man dann irgendwie zu offensiv ist, die Person abwertet oder sonstige Ängste dann auch sich damit verbinden, dass man sich vorher auch mal beraten lässt. Was mache ich? Wie soll ich da jetzt vorgehen? Wie kann ich den unterstützen? Wie kann ich den das thematisieren? Und wie kann ich den vielleicht auch dazu motivieren, da entsprechend Hilfe in Anspruch zu nehmen? Und das machen Drogenberatungsstellen. Ich finde halt vor allem auch, dass man selber auch kein Therapeut in dem Zusammenhang ist, sondern man war Freund und man ist Freund und man bleibt auch Freund. Man kann halt jemandem helfen, eine Stelle theoretisch aufzusuchen, die helfen kann. Und man kann halt diesen Prozess begleiten. Man kann halt sich darauf schützen, irgendwie so ein Scheitern irgendwie in die Freundschaft zu bringen, weil wenn da irgendeine Therapie scheitert oder ein Rückfall, wie man es auch immer nennen will, dann ist das halt da und es ist halt, man ist halt Freund einfach nur die begleitende Person und muss halt schauen, dass man die Stelle halt findet und die Person halt begleitet. Ne? Aber am besten nicht selber auch darum deichselt vielleicht. Ne? Also ich finde halt auch wichtig, zu weggucken gehört für mich auch dazu, wenn jemand eine Abhängigkeit hat und man denkt, man würde die Person aber integrieren in den Kontext und aufpassen und aber gleichzeitig noch konsumieren. Ne? Das ist so ein bisschen wie, man trinkt nicht mit einem Alkoholiker oder sowas, gibt es glaube ich auch, hört sich hart an, aber finde ich, ist auch so ein bisschen weggucken, ne? Denn zu denken, man hat auf dem Schirm, die hat eine Abhängigkeit, aber man konsumiert selber, zumindest muss man es irgendwie thematisieren. Ne? Irgendwie. Also dann wie dieses Artikel auf die Love Lasers, es gibt einen G-Info-Artikel. Mhm. Also das ist auch nicht nur für Menschen, die G konsumieren, wichtig, sondern auch für Non-Users, die Freunde haben, weil zum Beispiel, ich finde es total wichtig, dass wenn ich eine Person kenne, die ein Problem damit hat, dass ich weiß zum Beispiel, dass diese Entzüge-Symptome total gefährlich sein können. Ja. Und dass ich nicht sage, jetzt musst du aufhören, sondern dass ich auch also wirklich das ein realistisches Bild davon habe. Ja. Ist ja nicht nur für Konsumenten, sondern auch für Freunde und Familie. Und dieser Text ist ja auch mit Unterstützung oder netterweise von den Truck Scouts aus Leipzig bereitgestellt worden und auch nett übersetzt worden in 6 Sprachen von Menschen, wo ich aber nicht den Namen weiß. Also ich habe einen. Ja. Danke. Ich habe auch Arabisch. Ja. Also die Truck Scouts ist auch immer eine Adresse, ja, wo man
sich gerne mal hinwenden kann, also auf der Internetseite. Die haben, glaube ich, die größte Erfahrung so im deutschsprachigen Raum, zumindest mal in Deutschland, was so Safer Use betrifft, so im Party-Kontext besonders. Ja. Da stehen auch viele Sachen drin zur Dosierung, mhm, ja, und schon so eine Referenzstelle auf jeden Fall. Ich sage vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant und ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch, ZuschauerInnen und Zuschauern.